Willkommen in unserem Rosarium, dem Lustgarten. Ein Lustgarten dient schließlich der Bereicherung der Sinne. Das heißt nicht im Nahrungserwerb, sondern ich kann Eindrücke an Farben und Duftperationen mir holen, dass ich fürs Leben gestärkt wieder hinausgehe. Kurzurlaub der Seele kann hier im Pavillon beginnen. Das ist erst vor 4 Jahren angelegt worden, das Pavillon mit den Kletterrosen, und wir sitzen schon im Schatten. Der Schaugarten ist frei zugänglich. Wir können anbieten, auch während den Öffnungszeiten, Führungen. Bei Anmeldungen ab 10 Personen komme ich auch extra vorbei. Außerhalb der Öffnungszeit, wenn man mit der Führung den Garten erlebt, hat man natürlich etwas mehr davon. Dann kann ich auf bestimmte Besonderheiten besser hinweisen. Bei uns im Garten sitzt zum Beispiel die La France, die weltweit erste Edelrose, die jemals gezüchtet wurde. Seit dieser Züchtung gibt es moderne Rosen. Also ein ganz wesentlicher Beitrag. Das ist wirklich diese Jahreszahl der Züchtung dieser Rose La France als Schneidepunkt zwischen den historischen Rosen und den modernen Rosen. Wir haben hier auch aufgegliedert Bourbon-Rosen, Moschata-Rosen, Damascena, Rosa Rugosa, haben wir auch die berühmten Nelkenrosen. Wir haben natürlich Kletterrosen, Beetrosen, Edelrosen, Strauchrosen, alles wie es das Herz begehrt, auch unterschiedliche Züchter.